Ob es bald eine Fischerkönigin geben wird? Wer im Stadtbach die größte Forelle fängt, wird Fischerkönig. Zehntausende verfolgen jährlich das Ausfischen in Memmingen, bei dem bislang nur Männer mitmachen dürfen. Frauen warten am Ufer mit einem Kübel. Christiane Renzer sich benachteiligt und hatte deshalb vor dem Amtsgericht Memmingen geklagt, mit Erfolg. Super glücklich und mich in meiner Auffassung bestätigt, dass Frauen doch die gleichen Rechte haben sollten, ja? Und auch das Kleinliche tun dürfen, ja? Und nicht irgendwo ausgeschlossen werden. Das Gericht begründete sein Urteil mit der wichtigen Stellung des Fischertags. Er sei identitätsstiftend für die Stadt. Das Ausfischen als zentrales Ereignis dürfe den Frauen nicht vorenthalten bleiben. Der Vorstand des Fischertagsvereins, der heute nicht zum Prozess erschienen war, sieht das anders. Wir haben im Jahr 2018 und 2019 jeweils einen Antrag bekommen von einer Dame, dass sie in den Bach jucken möchte. Und dieser Antrag wurde von der Delegiertenversammlung, dem höchsten Gremium des Vereins mit über 200 Teilnehmern, zusammengesetzt aus Männern und Frauen, mit deutlicher Mehrheit jeweils abgelehnt. Der Fischertagsverein beruft sich vor allem auf die Historie. Seit Jahrhunderten wird der Stadtbach, der einst auch Abwasserkanal war, ausgefischt, bevor man ihn reinigte. Der Tradition zufolge immer nur von Männern. Doch der heutige Fischertag ist nach Ansicht des Gerichts und der Klägerseite keine authentische Abbildung von einer historischen Begebenheit, sondern quasi eine imaginierte Vergangenheit, wo ja, also was man als tourismuskonformes Event initiiert und das von den Memmingern gestaltet wird. Im Rathaus ist man froh, dass endlich ein Urteil gefallen ist. Denn die Diskussion hat die Bürger gespalten. Es gab die, die sagen, ja, unbedingt. Es gab aber auch die, die sagen, nein, wir halten an der Tradition fest. Und ich bin froh, dass jetzt ein Urteil gefällt worden ist, dass diese Diskussion zunächst einmal beendet, dass jetzt Klarheit geschaffen worden ist. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Fischertagsverein kann noch Berufung einlegen. Bleibt also die Frage, ob es tatsächlich bald eine Fischerkönigin geben wird.